In der heutigen XXL-News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Kalender für 2022 vorgestellt, Bauarbeiten auf diversen Rennstrecken, Heizdecken werden reduziert, FOM nimmt Lockerung wegen Corona vor. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Gestern wurde der Kalender für die Saison 2022 offiziell vorgestellt und dieser beinhaltet 23 Rennen in 6 Monaten, genauer gesagt 35 Wochen oder 245 Tage. Zum Vergleich. Die Saison 2021 kommt auf 260 Tage. Der Grund, weshalb die Saison bereits Mitte November endet, hat mit der Fußball-WM in Katar zu tun. Diese beginnt nämlich einen Tag später. Es gibt sieben Doubleheader und sogar zwei Tripleheader. Diese sehr unbeliebten sind aber erst nach der Sommerpause dran. Der erste Doubleheader startet direkt mit dem Saisonauftakt in Bahrain und danach in Saudi-Arabien. Zwölf Rennen finden davon in Europa statt. Der China Grand Prix auf dem Shanghai International Circuit wird nicht dabei sein. Dafür springt Imola ein und dieser wird bis einschließlich 2025 gefahren. Der Frankreich Grand Prix sollte eigentlich für Imola weichen, doch Le Castellet findet sich doch im Kalender wieder. Wie findet ihr den Kalender für die kommende Saison? Was hättet ihr verändert? Schreibt es in die Kommentare. Bevor die Formel 1 nächste Woche den US Grand Prix in Austin fährt, gab es von der MotoGP die Anfang Oktober dort fuhr, Kritik an der Rennstrecke, weil sich die Bodenwellen gegenüber 2019 verschlimmert haben. Einige Streckenabschnitte wurden zwar neu asphaltiert aber eine wirkliche Verbesserung gab es nicht. Sie verlangten für die Zukunft, dass die Kurven 2 bis 10 erneuert werden. Michael Macy erklärte, dass er die Woche mit FIM-Kollegen telefoniert habe, die sich ein genaues Verständnis der gesamten Situation machen sollen. Einer der vier Streckeninspektoren war in Austin, er stellte einen Bericht und der Veranstalter nimmt Streckenveränderungen vor. Sehr detaillierte Maßnahmen seien zwar aufgrund der kurzen Zeit nicht möglich, aber sie werden laut Macy einige Unebenheiten abschleifen. Auch in Doha sind Bauarbeiten nötig, gerade was die Boxeneinfahrt angeht. Das war von Michael Macy vor der Sommerpause verlangt worden. Aktueller Stand in Katar ist, dass sie Fertig sind. An einigen Stellen sind doppelte Randsteine verbaut worden, besonders an den inneren Kurven. Eine Verstärkung der Banden gab es auch an einigen Stellen. In Jeddah ist noch viel zu tun, da die Arbeiter unter Zeitdruck stehen, denn in unter 50 Tagen soll das erste freie Training starten. In Belgien wurde das legendäre Haus in Radio abgerissen, um die Auslaufzone zu verbreitern, die Sicherheit zu erhöhen und um dort eine neue Tribüne zu errichten. Zum Schluss noch Abu Dhabi. Dort wurde die Schikane vor der Haarnadel abgerissen und die Asphaltfläche verbreitert. Ende des zweiten Sektors soll eine Zandvoort-ähnliche Kurve errichtet werden und die 90 Grad Kurven im Hotelbereich wegen der flüssigeren Linie verbreitert werden. Automotor und Sport berichtet, dass die Teams einen Kompromiss erzielt hätten, der dazu führt, dass die Heizdecken schrittweise aus der Formel 1 verschwinden. Ab 2022 sind nur noch 20 statt 40 Heizdecken pro Team erlaubt. Um das mal finanziell auszudrücken, pro Team kosten 40 Heizdecken-Sets 280.000 Euro. Regenreifen und Intermediates dürfen dann nicht mehr vorgewärmt werden. Einige Teams tun sich mit dem Aufwärmen des Sticks schwer, gerade auf den Strecken, auf denen sie mehr als eine Aufwärmerunde benötigen, um ihre Pirellis auf Betriebstemperatur zu bringen. Auch die Temperaturen sollen nach und nach gesenkt werden. Aktuell ist eine Temperatur bis auf 90 Grad Celsius erlaubt. 2022 soll nur noch 70 Grad Celsius erlaubt sein, 2023 nur noch 50 Grad Celsius und ab 2024 soll das Reifenwärmen komplett eingestellt werden. So wie in allen anderen Rennserien auf der Welt auch. Allerdings könnten die Reifen bei zu kalter Temperatur kaputt gehen. Doch die neuen 18 Zoller, die ab nächstes Jahr eingeführt werden, haben ein anderes Aufwärmverhalten aufgrund der schmaleren Flanke, da diese weniger walken. Wie steht ihr zu dieser Thematik? Richtiger Schritt mit den Heizdecken oder sollen sie eurer Meinung nach noch bleiben? Schreibt es in die Kommentare. Laut dem Cico F1 Kommentator auf gibt es Neuigkeiten in Bezug auf das Covid-Protokoll? Er schrieb auf Twitter: FOM nimmt erste Lockerungen im Covid-Protokoll seit Juni 2020 vor. Kein Mundschutz bei Präsentationen, Zutritt der Teams nach Vereinbarung und Kameras in der Boxengasse während des freien Trainings und der Startaufstellung für das Rennen erlaubt. Ein vorsichtiger, aber wichtiger erster Schritt. Was sagt ihr dazu? Richtiger Zeitpunkt oder noch zu früh? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Marvin Linards und er schreibt zum Paris-Hamilton-Vorfall. Hier eine Strafe zu vergeben wäre Schwachsinn gewesen. Keiner war signifikant vor dem anderen und es war nun mal nicht genug Platz. Dadurch war es ein hartes, aber dennoch faires Manöver. Wie meine Mutter zu sagen pflegt, wenn man sowas bestraft, können die auch bobby fahren. Da gebe ich dir recht. Das war ein geiler Fight und eine Strafe hätte das Safe kaputt gemacht. Ich bin froh, dass die Stewards nicht eingegriffen haben. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, was die Vorteile des neuen Ferrari-Hybrid-Systems sind. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.